Angelika Link. Ich bin Parkschützerin seit 2009 und freue mich, dass ich heute wieder durch unser Programm führen kann. Als allererstes möchte ich Carola Eckstein hier vorne an die Bühne bitten. Wir brauchen sie. Als zweites möchte ich bitte alle, die gerne zusätzlich Ordner sein wollen, auch an die Bühne bitten. Als drittes möchte ich sehr herzlich die Radler-Demo begrüßen und auch die Demo-Spaziergänger vom Kerner Viertel. Und als viertes möchte ich um Spenden bitten. Parkschützer und Umkehrbar e.V. finanzieren diese Demo. Deshalb spenden Sie bitte wie immer in die Spendendosen von Umkehrbar e.V. Die Dosen erkennt man daran, dass sie verblombt sind. Ich bin gebeten worden, folgende Durchsage zu machen. Ein Teil Ihrer Spendengelder wird, wie Sie vermutlich wissen, vom Verein Umkehrbar e.V. und vom BUND, ein anderer Teil, verwaltet. Umkehrbar möchte für die Entscheidungen über Finanzanträge des Widerstands gegen Stuttgart 21 drei Vertreter aus Ihren Reihen einbinden, aus unseren Reihen. Die Wahl dieser Vertreter wird in genau zwei Wochen, am Montag, den 23. September, nach dem Demozug der Montagsdemo im Forum 3 stattfinden. Genaueres erfahren Sie an der Mahnwache und in den nächsten Tagen auf BAA und parkschützer.de. Wenn Sie bei der Verwendung der Spendengelder mitbestimmen möchten, können Sie das auf zweierlei Weise tun. Sie können erstens zu der Wahlveranstaltung am 23.09. ab 7:30 ins Forum 3 kommen und mitwählen. Das Forum 3, das ist da hinten an der Haltestelle Stadtmitte. Sie können sich auch zweitens als Mitglied des Finanzteams bewerben, wenn Sie von einer aktiven Gruppierung des Widerstands vorgeschlagen werden und mindestens 5 Unterstützerinnen und Unterstützer haben. Heute haben wir als erstes einen Bericht vom ersten Tag des zweiten Anlaufs des Erörterungstermins zum Grundwassermanagement. Und anschließend spricht Dr. Wolfgang Lehm von der Technischen Universität Berlin darüber, wie der Börsen- und Renditewahn nicht nur die Bahn, sondern auch die Qualität der Technik ruiniert. Und dieser zügellose Renditewahn, der das Projekt Stuttgart 21 angeschoben hat, ruiniert uns ja inzwischen nicht nur unseren S-Bahn. Eine Woche vergeht ohne S-Bahn-Störungen, Verspätungen, Chaos. S-Bahn Stuttgart, mehr Komfort auf allen Linien. Unglaublich aber wahr, mit solchen Werbesprüchen traktiert die Bahn gleichzeitig zum Chaos die gestressten S-Bahn-Nutzer. Wenn S-Bahn-Störungen und Verspätungen wie die Staumeldungen im Radio kämen, hätten die Sender überhaupt keine Zeit mehr für Musik. Dass heutige Chaos erst der Anfang ist und die S-Bahn-Nutzerinnen und Nutzer begleiten wird, das hängt ursächlich mit Stuttgart 21 zusammen. Und das wisst ihr, ihr kennt den Zusammenhang. Und damit diesen Zusammenhang auch die entnervten S-Bahn-Nutzerinnen und Nutzer besser durchschauen können, gibt es jetzt eine neue, wichtige Informationskampagne, die heißt s-bahn-chaos.de, s-bahn-chaos.de. Sie wird getragen von unseren Ingenieuren 22, von Wikireal, dem VCD und ProBahn. Die machen zum Beispiel Verteilaktionen an den Bahnhöfen wie heute früh. Und das braucht Unterstützerinnen und Unterstützer.
Übermorgen, am kommenden Mittwoch um 18 Uhr, gibt es dafür ein Treffen im Parkschützerbüro. Und Marc Braun vom S-Bahn-Chaos.de-Team steht hinten am BUND-Infostand und freut sich, wenn ihr auf ihn zukommt. Und nächsten Montag nach der Demo um 19:30 im Haus der Wirtschaft gibt es dazu passend eine Veranstaltung zum Thema Was leistet der Tiefbahnhof für den Standort Stuttgart? Was sagt eigentlich die Wirtschaft zur Leistungsfähigkeit von Stuttgart 21? Das muss doch eigentlich jeden interessieren, der für Firmen, Arbeitsplätze, Umsätze verantwortlich ist. Um das zu diskutieren, wollte das Aktionsbündnis folgende 5 Diskussionsteilnehmer an einen Tisch bringen. Die Bahn, Wiki Real, den DGB, die IHK und das Verkehrsministerium. Alles hat geklappt. Das Verkehrsministerium schickt Ministerialdirektor Beuren. Nur, wer kneift? Bahn und IHK kneifen bisher. Dass sich die öffentlichen Institutionen Deutsche Bahn und Industrie- und Handelskammer der Debatte über diese Schlüsselfrage für die Region Stuttgart entziehen. Immerhin Bernhard Mayer, der verkehrspolitische Sprecher des Verbandes Region Stuttgart, hat zugesagt und vom neuen S21-Manager Herrn Leger oder Herrn Leger oder wie auch immer, erwarten wir noch eine Antwort. Und wenn die IHK kneift, die Kaktusgruppe in der IHK ist dabei. Es wird also in jedem Fall spannend. Karten für die 195 Plätze gibt es an der Bahnwache. So, und jetzt starten wir heute mit Wolfgang Kübert, der jetzt bei mir ist. Herzlich willkommen, Wolfgang. Du warst den ganzen Tag bei diesem überaus bürgernah organisierten zweiten Versuch des Erörterungstermins zum GBM. Was berichtest du uns?